Also, hier lang. Jetzt gehen wir mal. Ich würde ja gerne irgendwo pennen wollen. Ach, hier bist du, Dill. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Ja, zur Wüste. Ja, da will ich jetzt auch mal hin. Aber ich will erstmal pennen und dann will ich mal zur Wüste. Zur Wüste, nein, zum Wüstenei. Reisefotos leicht und schnell. Ich bin der Fotografie-Genie, wenn man das so sagen darf. Okay, mach dich bereit für die immerwährende Erinnerung. Schau in die Kamera, Achtung. Sag Käsekuchen. Ups. Warte, was ist für ein großartiges Bild? Es wird für immer an die Momente erinnern. Mary Poppins, so sieht sich wieder. Ciao. So. Was haben wir denn hier am Zelt? Hä? Und ich gerade beim Friedhof? Die machen mir Angst. So, gut. Stopp. Ein Stoppschild. Bitte. Was sind hier für Kunden? Mit wem sprichst du? Na, hier mit dem Man in Black hier. Ich kenne mir den Bus aus Foresight. Büffel, oh ja, ich habe viele gesehen, es war unglaublich. Ein Mädchen aus Foresight rief mich an. Dort ist jetzt eine richtig berühmte Band. Ich glaube, sie heißen Runaway 5. Aha. Willkommen im Resort Underground Hotel. Eine Nacht kostet nur 180 Euro für euch drei. Möchtest du übernachten bleiben? Ja. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Na, wie war's, Baby? Ja, das sind schon gut, was? Haha! Flotter Dreier. Du. Ich ruf mal kurz Eiskroge Express an. Hallo, hier ist der Eiskroge Express. Oh, du bist sorry, großer Bruder, ich bin's, Crazy! Ich habe eine Halbdox für den Eiskroge, das wissen wir doch alles schön. Ja, schick mal jemand vorbei hier. Schick mal so eine faule Socke. Lauf in der Zwischenzeit schon mal Richtung Sonnenuntergang. Hallo, hier ist der Escargo Express. Die Liefergebühr beträgt 18 Euro. Du kannst die Rechnung bezahlen, oder? Na klar, ey. Ich hoffe, die 3000 Euro einstecken, du kleiner Spasti. Drei Dinger kann man tragen. Eieieiei. Wir geben ihn mal mit, den Franklin-Orden. Franklin-Orden, soll ich etwas mitnehmen? Ja. Was soll ich denn noch mitnehmen? Dann kannst du mal bitte noch mitnehmen. Das nimmst du jetzt auf alle Fälle mit und lass das nicht liegen, klar? Hörst du mich? Was kann ich mir noch mitgeben? Ich bin mir so unzuschauen. Immer noch mitgeben. Den komischen Fliegenhonig. Also ich muss mal gucken, für was der ist. Da war doch bestimmt irgendwie. Aber wir haben geschlafen, der hat nichts repariert. Also, Insektenspray. Lebensmittel will ich auch behalten. Die Schlüsselmaschine will ich auch Verteidigungsspray kann man mitgeben. Nein, den Hirschkäfer. Und die können wir verkaufen. Nein, der wird schon gar nicht mitgeben. Fremd den Orden, verdrehen, springen, Hirschkäfer. Ja, ja, es ist sehr schön. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt sieh zu, dass du hier Land gewinnst, Mann. Trottel. Na, Alte. Ganz in schwarz. Ich komm bald nach Fried. Haha. Aha. Oh. Hallo, Punker. Endlich können wir wieder frische Luft atmen. Jetzt, wo die Zombies weg sind. Trauer. Das Trauern ist es so erfrischend. Was? Okay.
der Vampirzähne. Da macht man Angst. So, es hieß ja, wir können jetzt durch den Tunnel, ne? Durch den Tunnel des Grauens. Angriff! Haben wir hiervon natürlich nicht. Dann denke ich einmal, dass es jetzt hier weitergeht. Aha, auf zum nächsten Tunnel. Machen wir das Dreiländereck oder was? Oder wie sehe ich die Geschichte? Oh, wo sind wir hier? Wir lesen mal das Schild. Ich bleib nicht schwitzen. Hier ist alles in Ordnung, bis jetzt auch das Schild lesen. Aha, da hat sie voll die Schweißbahn raus. Wie cool ist das denn? Das ist in Ordnung. Die Laden. Ah, hier ist ein Laden. Cool. Da ist ja voll der Laden, Freunde. Hey, den kenne ich doch aus dem Bug. Den Laden hier. Ach, die verkauft auch was? Was kann ich Ihnen bringen? Nasses Handtuch. Ich glaube, so ein nasses Handtuch können wir mal kaufen. So, vielen Dank. Wollen Sie noch etwas? Nein. Vielen Dank. Wir betreiben auch ein Gästehaus, Mister. Es kostet 210 pro Nacht, um hier zu bleiben. Möchtest du bleiben? Gute Nacht, morgen früh ist alles besser. Und tut eigentlich dieser Heinz nichts mehr reparieren hier? Hallo, wie kann ich dir helfen? Was kann ich Ihnen bringen? VIP-Schläger, dicke Pfanne, Deluxe-Pfanne, Niggerschenmütze. Ach verdammt, da hat man doch schon eine gehabt. Okay, gab was mit dem Schläger. Kommt sofort, wer soll es haben? Danke, willst du es gleich ausrüsten? Ja. Harry's Offenser, 91 zu 97. Jetzt also wie jüdische Schleuder für die verkaufen wir, ja. Vielen Dank. Ja. Ich will schon noch was kaufen, bitte. Und zwar zwei Niggerschenmützen. Scheiße, ja, hätten. Willst du es gleich ausrüsten? Ja, ich steig von 9 vor. F40. Nicht Trottelkind, hab das andere verkauft. Mann, bin ich doof. Ich will schon noch was kaufen. Ich hatte nicht genug Geld zu haben. Moment! Willst du mich verarschen oder was? Ich nicht genug Geld? Pah! Wart ab, Junge! Und was für Geld ich habe? So, ja, du Kopf, du, komm her.
Leckerschnitzel kaufe ich jetzt. Ja, ja. Natürlich will ich das gleich ausrüsten. Ja. So, nochmal kurz durchschauen. Lüxpfanne, das ist nicht besser. Auch nicht besser. Ach, scheiße. Gut. Nö. Ich will telefonieren. Gib das her. Harry nimmt den Hörer ab und ruft Papa an. Ach nein, ich wollte erstmal. Das haben wir schon so oft gelesen hier. Sag nicht, ich will genau, was gerade denkst, ich bin so und bla bla, hat jetzt bloß noch den einen Satz immer drauf, das ist doch nervig. Gut. Wir gehen mal kurz raus hier. Nö. Aber wir haben ja zum Glück ein nasses Handtuch. Was? Wieso steht er hier? Aha. Sag auch, reden. Dieser Stau scheint unendlich zu sein. Mann, ich muss mal. Häng dein Hintern hinter den Kaktus. Es tut mir leid für die Leute, die hinter mir, aber ich bin am Ende. Ich lass mein Auto hier stehen und geh zu Fuß. Du stehst, Junge, du stehst. Wir kommen am Ende des langen Staus, der längste Staus der Welt. Ja, ist schön hier, ne? Ich höre, dass weiter vorne steht ein Büffelherde auf der Straße. Ich komme keinen Millimeter voran. Mann! Okay. Es scheint nicht so, liebe Freunde, als müssten wir hier durch die Wüste, nein. Upsi. Ja, das hat mich jetzt auch gewundert. Gewonnen. Sprich nicht so laut, ich hab einen Kater. Was willst du? Was hat er denn? Schokopistole, Bombe, Flaschenrakete, Insta-Rostor. Ne, die kaufen wir gleich mit Schokopistole. Schokopistole, wer schleppt das mit sich herum, hä? Unser Freund Heinz. Okay, jetzt willst du dich ausrüsten. Heinz Offensive, ich stand in 66 durch 70. Sitzt doch was? Nö. Okay. Was willst du mir andrehen, hä, du Bastard? Lass das Handtuch. Nee, wir haben ja jetzt diese Luftmagnum, ne? Nimm den Fick dich, weißt du? Cute, Mann. Blöd, Mann. Lang der Sonne gestanden, was? Oh. Ob es jetzt eigentlich was ausmacht? Bestimmt, oder? 270, 120. Na? Schnupfnosen, Albert. Gewonnen. Harry und seine Freunde erhalten 152 Erfahrungen. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Croissant. Harry nimmt es natürlich mit. Oh, Äffchen, Äffchen. Äffi, Äffi. Sachen? Nein. Kaugummi-Packung nutzen. Du solltest den Affen den Kaugummi geben. Willkommen. Unser Paradies mit uralter Höhle. Dalarama ist großartig und der Kikikik. Und er weiß alles. Dalarama tut es. Kik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 
kommen gleich mal richtige Angriffe. Ich denke mal hier, wir sind in der Wüste. Und was ist in der Wüste? Eis. Und mal gucken hier. Ja, man sieht's. Und Eis. Ja. Okay. Hier müssen wir wieder Kälteangriffe machen. War mir jetzt fast logisch. Wir sind ja auch in der Wüste. Harry und seine Freunde. 1004 Erfahrung. Kommt mit dem Rennen in die Wüste. Ich bin nur ein alter Haufen Knochen. Ich kann nicht reden. Okay, gut, dass du es gesagt hast. Nervige Kinder. Was für eine Gruppe von Plagen. Verzieht euch, ihr kleinen Monster. Da stehe ich dir in der Sonne, oder was? Wir schlafen in der Wüste, deshalb haben wir uns oft für Leichen. Aber Leichen tragen normalerweise keine Badesachen, oder? Ich dort ist auf meine Bräunungsstreifen. Naja, du und dein Bräunungsstreifen. Aber mein anderes, dieses feste Stimme gesungen, das brauchen wir ja nicht mehr. Sachen. Achso, ich wollte mal den Fliegenhonig mal gegen was der ist. Fliegenhonig. Kotze Lieblingsessen. Wie auch immer, er riecht wirklich, wirklich, wirklich widerlich. Wir reden hier über Gestank erster Klasse. Okay, den ich da wegkriegen können, weil das war bloß. Harry öffnet das Geschenk. Darin findest du Lebensmittel. Harry nimmt es mit. Na Baby, willst du einen meiner Lebensmittel lumpen? Oh, guck mal, Hundis. Oh, was für Hunde. Oh, Wüstenwolf ist es diesmal. Okay. Tage. Eis. Und Spuck. Wüstenwolf beißt mit ihren Giftzähnen zu. Ah! Ja, wir haben ja zum Glück, wir haben ja keine Ponyfreunde. Da müssen wir doch glatt mal jetzt gleich mal, ja, Heinz ist vergiftet, das ist nicht gut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.